So kennt ihr Artillerie auf diesem Kanal schon, so vielleicht noch nicht. Das ist der Artillery Cruiser vom Free-to-Play-Raumschiff-Shooter Dreadnought und in diesem Video erkläre ich euch, wie der funktioniert. Link zum kostenlosen Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und an alle Battlefield-Fans unter euch, das hier ist praktisch ein Sniper-Tutorial. Der Artillery Cruiser ist tatsächlich die Sniper-Klasse in Dreadnought. Oder in MMO-Lingo der Damage Dealer. Sprich, die Dinger verursachen maximalen Schaden, sind aber auch nur minimal gepanzert. Klassische Glaskanonen also. Und von denen gibt's in Dreadnought wie bei allen Schiffstypen drei Baureihen, die sich deutlich unterscheiden. Euer erster ARI-Cruiser ist die Rurik von Akula Vector. Schiffe dieser Baureihe feuern einen fetten Schuss ab und müssen dann erstmal nachladen. Contact eliminated. Dafür hat dieser eine Schuss dann auch den meisten Bums im ganzen Spiel. Also so ein bisschen wie ein Bolt-Action-Rifle in einem Shooter. That's two in a row, Captain. In Sachen Damage pro Minute packt die Ballista-Reihe von Jupiter Arms sogar noch einen drauf. Die feuert nämlich immer zwei Schuss direkt hintereinander ab. Jeder einzelne davon ist zwar weniger stark als die der Akula Vector Artillerie, aber es sind halt zwei. Gegen langsame oder stehende Ziele haut ihr damit also mehr Schaden raus. Mit beweglichen Zielen hat's die Ballista natürlich schwerer. Einer der beiden Schüsse geht dann gerne mal vorbei. Ihr größter Nachteil ist aber, dass sie der langsamste Artillery Cruiser im Spiel ist. Da wiederum punkten die Schiffe von Haus Oberon. Die sind nämlich die wendigsten. Konsequenterweise haben sie deshalb auch die geringste Feuerkraft, wobei man das auch wieder relativieren muss. Denn Silesia und Co. sind Schnellfeuerartillerie. Um bei den Shooter-Vergleichen zu bleiben, Autosniper. Außerdem kann die oberen Artillerie, anders als die Konkurrenz, in alle Richtungen schießen. Die anderen beiden Baureihen ballern immer nur in einem begrenzten Winkel nach vorne, die müsst ihr also immer erst zum Ziel ausrichten. Und das kann wertvolle Zeit kosten. Tipp, mit Energie auf den Antrieb dreht ihr schneller. Die drei Artilleriebaureihen sind also gut gegeneinander ausbalanciert. Müsst ihr selber rausfinden, welche eurem Spielstil am meisten liegt. Ich nehme am liebsten aber die von Akula Vector. Die sind nämlich auch gute Abstauber. Contact eliminated. That did it. Put an end to that pile of scrap. Clean hit, target's going down. Weil sie so viel Power in ihrem Schuss haben, könnt ihr oft Gegnern den Rest geben und euch den Kill holen. Oh ne, jetzt spielen sie alle Artillerie. Der natürliche Feind der Artillerie sind die Corvettes. Denn die können so schnell und überraschend zuschlagen, dass ihre Opfer kaum reagieren können. Und wenn sie es tun, ist es meist zu spät. Oh ne, jetzt spielen sie alle Corvette. Vor den Corvettes müsst ihr euch als Sniper also am meisten in Acht nehmen. Und das heißt zunächst mal aufmerksam bleiben. Wegen ihrer überragenden Reichweite steigen Artilleriekapitäne nämlich gerne mal auf. Ergibt auch total Sinn, denn so habt ihr den besten Überblick. Nur werdet ihr damit auch als erstes gesehen. Wegen des Zooms kriegt man als Sniper auch oft einen Tunnelblick. Dann wird's natürlich gefährlich. Wenn ihr so exponiert parkt, müsst ihr immer wieder eure Flanken checken, denn die Corvettes sind meistens die ersten, die sich anschleichen. Und die müssen ganz nah an euch ran. Also klatscht die möglichst früh weg und haltet grundsätzlich von allen Gegnern Abstand, denn eure Stärke ist der Distanzkampf. Wann immer ihr also direkt angegriffen werdet, Rückwärtsgang rein und ausweichen. Ihr solltet als Artillerie auch nie alleine irgendwo rumdümpeln, weil sie so verwundbar ist. Bleibt bei euren Mitspielern, um im Notfall Unterstützung zu bekommen. Wo bleibt denn unsere Artillerie? Du bist die Artillerie! Die Wahl eurer Schiffsmodule hängt natürlich stark von eurem Spielstil ab, also schauen wir uns die mal an. In den Primärmodulen steht euch als erstes der Siege-Mode zur Verfügung, der Belagerungsmodus. Wenn ihr den aktiviert, feuert euer Schiff eine Reihe von super starken Schüssen ab, die obendrein beim Einschlag noch Umgebungsschaden anrichten. You got him, Captain. Firing. Der Nachteil daran, ihr verliert alle Energie und könnt euch für die Dauer der Schüsse nicht mehr bewegen, also auch nicht drehen. Ihr werdet also super verwundbar, seid dafür aber auch super stark. Also eine super Glaskanone.
Eine Alternative zum Siege-Mode ist der Rapid-Fire-Mode. Wie der Name schon sagt, erhöht der kurz eure Feuerrate. Das ist gerade für Akula Vektorartillerie interessant, denn die schießt ja am langsamsten. Die Schüsse haben keinen erhöhten Schaden, dafür verliert ihr bis Level 3 auch nicht eure Beweglichkeit und Energie. Also ziemlich gleichwertig mit dem Siege-Mode. Ab Level 4 jedoch bekommt der Rapid-Fire-Mode den gleichen Nachteil wie der Siege-Mode auch, also Vollbremsung und Saft weg. Dann fühlt sich der Siege-Mode eigentlich wieder besser an. Oder ihr bleibt einfach bei Rapid-Fire Level 3, denn das Ding ballert ganz schön was raus. Ein drittes Feuerkraftmodul kommt auf Stufe 4 dazu, der Purge-Mode. Time to purge. Damit werden getroffene Gegner ihrer Energie beraubt und verlangsamt. Hostile Destroyer eliminated, Captain. Außerdem legt so ein Purge-Schuss die Module lahm, verhindert also zum Beispiel, dass euer Gegner davon warpt. Fies. That's why you're the Captain. Weil ein Treffer pro Gegner ausreicht, um ihn lahmzulegen, solltet ihr versuchen, im Purge-Mode mehrere Gegner zu treffen. Denn das hilft dem Team ungemein. Dieses Modul ist also ein sehr mächtiges Werkzeug. Auf Stufe 4 könnt ihr als Primärmodule Selbstverteidigungsstrahler kaufen, die Gegner in unmittelbarer Nähe verlangsamen, ihre Module blockieren oder schlichtweg Schaden verursachen. Aber der Job der Artillerie ist ja, über große Strecken Schaden auszuteilen, da solltet ihr ihren Primärslot nicht mit Selbstverteidigung verschwenden. Deshalb benutze ich auch die beiden Minenkatapulte nicht, denn Minen auf dem Schlachtfeld zu verteilen ist für mich, für einen Scharfschützen, zu diffus. Das Bombenkatapult hingegen ist top. Das Ding schießt über eine große Reichweite eine Salve von Geschossen, die, wie sich das für eine Artillerie gehört, von oben einschlägt. Die Bomben brauchen zwar eine Weile bis ins Ziel, kommen aber, im Gegensatz zu den diversen Raketen, auch an, weil sie eben nicht unterwegs an Objekten hängen bleiben. Also meistens. Contact eliminated. Launching catapult. Damit sind sie die perfekte Waffe gegen Widersacher, die sich hinter Deckung oder in Tälern verstecken. Außerdem wird, ebenfalls anders als bei den Raketen, der Gegner auch nicht vor der drohenden Gefahr gewarnt. You got him, Captain. Normalerweise könnt ihr einen Artillery Cruiser gleicher Stufe mit nur einer Salve zerstören. Ich mach's deshalb oft so. Wenn ich einen Sniper entdecke, der sich nicht bewegt, dann feuere ich meinen Katapult auf ihn. Und dann lasse ich ihn in Ruhe, denn der soll ja genau da bleiben, wo meine Granaten gleich einschlagen. Also tue ich so, als hätte ich ihn gar nicht gesehen und warte auf den Aufschlag. Das Bombenkatapult ist auf große Distanzen ausgelegt, weshalb die Geschosse recht schnell sind. Das macht das Modul aber auch zu einer tauglichen Mittelstreckenwaffe. Mit dem Bombenkatapult macht ihr also eher Kills, während der Purge-Mode mehr dem Team hilft. Aber letztlich sind beide Module coole. Bei den Sekundärmodulen finden sich zuerst mal die ganzen Raketen, die Schaden verursachen, Energie absaugen, das Bild stören oder den Gegner lähmen. Von den Flechettes mal abgesehen, haben die alle irre Reichweiten, aber die muss man mit Vorsicht genießen. Denn ein Treffer über maximale Distanz ist sehr unwahrscheinlich und bringt euch auch nichts, wenn ihr nicht mit eurer Hauptwaffe nachsetzen könnt. Die Drain-Rakete, die Energie absaugt, ergibt natürlich Sinn, denn sie macht den Gegner verwundbar, ist aber so ein bisschen redundant, wenn man schon den Purge-Mode dabei hat. Mein Favorit bei den Raketen ist deshalb ganz klar die Stasis-Rakete, die euren Gegner stark verlangsamt. Denn gerade auf große Distanzen ist es schwer, schnelle Ziele zu treffen. Damit könnt ihr euch vor allem diese gottverdammten Corvettes prima für den Todesstoß vorbereiten. Oder aber ihr bremst Gegner, um sie in einer exponierten Lage hängen zu lassen. Das Gemeine ist außerdem, dass sich die Drain-, Stasis- und Scramble-Raketen nicht vom Schild stoppen lassen. Neben ihrem Effekt verursachen sie allerdings kaum Schaden. Aber erstens muss das ja auch nicht sein und zweitens reicht das bisschen Schaden manchmal doch noch aus. Hostile ship neutralized.
Die Stasis-Raketen sind zudem sehr schnell und lassen sich damit relativ gut mit anderen Waffen abstimmen. Zum Beispiel eben mit dem Bombenkatapult. Erst die Stasis-Rakete rausschicken, ein bisschen warten und dann das Katapult oben drauf. Mit ein bisschen Glück entkommt der Gegner dann nicht. Ab Level 4 kommen dann noch Minen dazu, aber von denen halte ich Abstand. Denn wenn man zu nah an Minen rangeht, dann explodieren die ja. Nee, also klar, die funktionieren gut zur Eigensicherung, gerade gegen Corvettes. Weil ich aber ständig in Bewegung bleibe und die Minen dann gerne mal irgendwo rumliegen, sind Minenkills bei mir oft zufallsabhängig. Und deshalb nicht so meins. Ich lege meinen Fokus lieber auf kontrollierten Schaden, auf maximale Distanz. Deshalb fällt mir auch die Wahl des Perimetermoduls relativ leicht. Da sind zunächst mal die Anti-Raketen und Anti-Nuke-Laser. Ja, auch grundsätzlich praktisch, weil die Raketen, denen man nicht ausweichen konnte, stoppen, aber weil ich als Sniper relativ viel Abstand halte, kann ich auch relativ vielen Raketen ausweichen. Oder sie halt mit gut getimtem Schildeinsatz entschärfen. Gleiches gilt für den Anti-Raketen-Impuls. Stasis- und Disruptor-Impulse helfen zwar gegen Corvettes, aber ihr verlangsamt sie damit nur bzw. blockiert nur ihre Module. Die Dinger machen euch aber auch allein mit ihren Hauptwaffen platt und wenn sie dabei langsamer fliegen, hilft das erstmal auch noch nicht so viel. Deshalb fällt bei den Perimetermodulen meine Wahl ganz klar auf die Autoguns. Die schießen nämlich automatisch auf nahe Feinde, während ihr die Schilde anwerft und auf die Sekundärwaffe wechselt. Autoguns fired up. That got him. Enemy that destroyed. Und damit kommen wir zu den internen Modulen. Anfangs gibt's da den Cloak, das Tarnfeld. Cloak activated. In der stationären Ausführung seid ihr nur dann so gut wie unsichtbar, wenn ihr stillsteht. Ihr könnt zwar auch schießen oder euch bewegen, aber dann sieht man euch ein bisschen. Und sobald ihr Module benutzt oder getroffen werdet, ist die Tarnung ganz futsch. Das mobile Tarnfeld ist logischerweise wirksamer, wenn ihr euch bewegt. Dafür geht das Ding aus, wenn ihr schießt. Technisch sind beide Cloaks tipptopp, ich würde sie euch aus taktischen Gründen aber nicht empfehlen. Denn als Artillerie schleicht ihr euch ja nicht nah an den Gegner ran, eure Stärke liegt ja in der Distanz. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Zur Flucht tarnen, okay, aber nicht so einfach, denn sobald ihr getroffen werdet, geht das Ding ja direkt wieder aus. Und der stationäre Cloak taugt zur Verteidigung noch weniger. Ihr seid dann vielleicht unsichtbar, aber halt immer noch an der gleichen Stelle. That's why you're the captain. Also, Cloaks sind cool für Corvettes, aber für meine Art des Artillerie-Spiels eher nicht. That got him. Zum Glück bekommt ihr mit Level 2 das Dive-Maneuver. Das lässt euch sehr schnell abtauchen, sodass ihr, wenn ihr in Bedrängnis geratet, hinter eurer Deckung verschwinden könnt. Firing thrusters. Das halte ich für eines der nützlichsten Module für die Artillerie. Werdet ihr sehr oft einsetzen. You got it. Firing thrusters. Auf Stufe 4 kommt der Turn Amplifier hinzu, der lässt euch schneller drehen, aber wenn ihr so rumwirbeln müsst, dann habt ihr vermutlich schon was falsch gemacht. Der Armor Amplifier verstärkt drastisch eure Rüstung, aber leider nur für 2 Sekunden. Das können zwar entscheidende 2 Sekunden sein, aber da ziehe ich doch das Abtauchen vor, das hilft öfters. Die Alternative zum Abtauchen ist eigentlich nur das Ausweichmanöver, das euch nach rechts oder links rutschen lässt. Seitwärtsbewegungen, also Strafen, gibt es ja ansonsten in Dreadnought gar nicht. Das allein kann also Gegner reichlich irritieren. Fire thrusters. Hi, Captain. That did it. Hostile destroyed. Obendrein ist der Cooldown sehr kurz, sodass ihr das ständig machen könnt. Firing thrusters. Fire thrusters. Hi, Captain. On, Captain. Activating. That did it. Also, Ausweichmanöver oder Abtauchen für den 4. Slot ist mein Tipp. Zu guter Letzt habe ich auch noch eine Empfehlung, was die Officer Briefings angeht. Das sind diese Fähigkeiten, die ab Stufe 4 dazukommen. Da gibt es nämlich das Desperate Measures Protokoll und das finde ich für die Artillerie sehr passend. Damit werden eure Debuffs aufgehoben, alle Modul-Cooldowns zurückgesetzt und die Energie aufgefüllt, wenn eure Gesundheit ein kritisches Niveau erreicht. Enemy ships going down. Das gibt euch dann oft die Möglichkeit, aus brenzligen Situationen zu entkommen. So, jetzt wisst ihr, wie die Artillerie in Dreadnought funktioniert. Eigentlich ganz einfach, haltet Abstand zu euren Feinden, kuschelt mit euren Freunden und ballert diese Corvettes auf Nimmerwiedersehen ins nächste Sonnensystem. Clean hit. Target's going down.
The enemy have warped in another command ship. Damit wir uns doch wiedersehen, abonniert am besten den Kanal und wenn ihr noch Fragen zum Spiel habt, ab in die Kommentare damit. In der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, Links zur PC- und PS4-Version von Dreadnought. Kostet nix, genauso wenig wie ein Daumen nach oben, aber der ist mir sehr viel wert. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen und für eure Unterstützung. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao. Thank you. We won this one.